Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Empyrean Galactic Survival in der Alpha 12 Experimental Version. Schön, dass du eingeschaltet hast und vielen Dank an alle Zuschauer, die meine letzten Videos immer fleißig schauen. Bitte vergesst nicht, eine Bewertung, ein Kommi oder vielleicht sogar ein Abo dazulassen. Wäre schön und ich würde mich freuen. So, wir sind jetzt bei diesem tollen Wetter in unserer Base, wo wir ja aufgehört hatten zu bauen. Und wie ihr seht, es ist immer noch dieses Scheißwetter. Da hinten kommt ein bisschen Sonne raus. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir hier mal noch mal ein bisschen Sonne kriegen. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, so wie das hier aussieht. Jetzt gucke ich mal erstmal. Wir müssen... Okay, Benzin habe ich schon gestartet. Den können wir einsammeln. Den nehmen wir mit und verziehen uns mal einfach nach unten wieder. Wir werden heute mal nämlich uns um die Basis kümmern. Wir werden sie mal schön einrichten. Und das Erste, was ich mal mache, ist einen verbesserten Konstruktor. Mal gucken, kann ich denn schon den bauen? Ich habe ja auch einige schon geskillt. Wo ist er denn? Hier, einen... Ach nee, einen verbesserten kann ich noch nicht, aber dafür kann ich einen großen Konstruktor bauen. Und das machen wir auch. Und dann setzen wir mal das ganze Zeug erstmal um. So, und währenddessen... Wie sieht es denn eigentlich aus mit einer Farbpistole? Können wir denn eigentlich auch eine Farb- und Lackierpistole herstellen? Weil das muss nämlich auch sein. Die Hütte sieht ja schlimm aus. Sieht aus wie ein Betonbunker. Nee, können wir nicht. Vielleicht unter Lackierpistole. Nee, kann er auch bestimmt. Doch, da. Doch, bauen wir gleich mit. Brauchen wir auch. Dann können wir nämlich gleich alles schön machen hier. Ja. Während der jetzt hier produziert, könnte man rein theoretisch, aber nur rein theoretisch, noch ein paar Ressourcen farmen. Und dafür bräuchten wir ja Schotter. Schotter haben wir noch 461. Wird wahrscheinlich bei der ganzen Silizium-Sache nicht reichen. Das heißt, wir brauchen einen kleinen Bohrhuber, der erstmal tief in die Erde bohrt. Vielleicht könnte man das sogar von hier aus machen, dass wir den hier reinbauen. Oh, mal gucken halt. Das müssen wir ja alles nochmal wegnehmen. Wir müssen das alles nochmal schön machen hier. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal hier gleich an mit dem Bohrer. Machen wir mal Licht an, damit wir was sehen. Damit wir hier auch mal ein bisschen was frei machen. Also ich finde diesen Bohrer, muss ich schon sagen, ziemlich klasse hier. Ah, seht ihr, da oben regnet es rein. Da müssen wir ja natürlich noch dicht machen. Ist doch ein bisschen hoch, das Haus hier. Muss man schon sagen. Ach, jetzt habe ich da auch noch dazwischen gebohrt. Das sollte natürlich nicht passieren. Und Radioaktivität kommt rein, oder? Ach nee, das ist hier von dem Generator. So, gut, dann bauen wir das mal hier. So. Nee, wir nehmen ja mal Holz. Ich glaube, Holz ist besser, brennt besser. Wenn die Basis abbrennt, dann... Richtig schön mit Holz. Ist auch Bio. So, und dann nehmen wir mal hier das ganze Zeug weg. Wir wollten ja eh alles auf Holz bauen. Jetzt habe ich ja endlich ein T1-Tool. Also das Ziel ist es, deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten, das Ziel ist es, diese Folge, die Basis komplett fertigzustellen. Was passiert eigentlich? Ah, der bleibt da stehen. Das ist natürlich interessant. So. Guck mal her. So, dahin. Ja, ich glaube, das ist ja die Außenwand, ne? So muss das stehen, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, da habe ich doch zu viel weggenommen. Ah, so. Müssen wir mal hier bauen. Mal gucken, wie das geht. Ach, jetzt habe ich den Detektor, das wollen wir nicht. Naja, jetzt kann ich ja auch hier alles wegnehmen. Eigentlich wollte ich das ja nicht, aber... Machen wir das bis hierhin. Und ziehen das mal durch. Wir müssen ja eh da noch... Damit es nicht reinregnet, so. Gut, das haben wir auch fertig. Haben wir wieder dicht gemacht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie weit gehen wir denn eigentlich rein?
Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir das erstmal weg hier. So, damit erstmal hier die ganzen Generatoren und die ganzen Sachen stehen sollen. Das ist ja, soll ja hier der Stromraum sein. Das ist natürlich nicht gut hier. Das soll ja außen ein bisschen geschützt sein. Na, Außenwand. Ja, so ist schon besser. Mal gucken, wie weit wir gehen können. Ich würde sagen, das machen wir mal hier noch weg. So. Dann stört das hier auch nicht mehr. Nee, Holzdach wollen wir nicht. Jetzt müssen wir doch mal glatt gucken, wie weit der Boden reicht. So, alles ein bisschen durcheinander hier gerade geraten, weil ich jetzt nochmal den Boden rausnehmen musste. Weil wir haben ja die Außenwände. Gut. So, habe ich jetzt guck, wo gucke ich jetzt hin? In die falsche Richtung hier. So, was müssen wir denn noch bauen? Eine Treppe wäre ganz cool. Eine Treppe. Können wir denn eigentlich Treppen schon bauen? Treppe? Müsste eigentlich gehen. Nee, heißt das vielleicht anders? Nehmen wir mal Treppe raus. Vielleicht kann ich das noch gar nicht. Treppe, Treppe, Treppe. Na, das kann doch, aber selbst der einfache Konstruktor kann das. Oh, es wird dunkel. Wir sollten uns ein bisschen vorsichtig hier bewegen. Oder heißt das... Nee, doch, hier, Treppe. Wie ihr seht, warum kann der und der andere das nicht? Zement. Ist ja schon sehr merkwürdig. Na gut, wir nehmen eine Holztreppe. Ach Gott, warte mal. Das ist natürlich etwas suboptimal. Also der müsste das da können. Also wenn das der portable Konstruktor kann, warum kann denn nicht der große Konstruktor das? Ist ja sehr merkwürdig. Unter Base vielleicht. Ich guck mal so durch. Nee, da ist nix. Da ist auch nix. Das kann der wirklich nicht. Na gut, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja... Nehmen wir den mal weg. Und wir haben ja hier einen verbesserten. Den haben wir hier drin. Und Lackierpistole auch. Und jetzt stellen wir mal hier erstmal unseren verbesserten Konstruktor hin. Der sollte das aber können. So. So vielleicht. Boah, das ist aber ein ziemlich großes Ding hier. Muss man mal sagen. Passt, wackelt, aber hat Luft hier. Wenn man den hier so nimmt. Naja, den nehmen wir nochmal weg. Und stellen ihn mal so hin. Ich glaube, so ist besser. Sieht hübscher aus. Da hat man das Blaue dann so schön. Jetzt können wir auch unser... Ding hier hinstellen, das stellen wir so rum. So, das ist der Energiekondensator, den stellen wir da hin und hier machen wir die Frachtboxen hin. Bauen wir noch ein paar Frachtboxen. Aber das geht ja jetzt nicht. Doch, das geht. Wir können ja die Palette und Palette 2, ne, umgekehrt, Palette 2.1 auf Palette 2 und jetzt können wir Treppe. Also da geht das. Eine Betontreppe, eine Stahltreppe können wir auch aus Stahlplatten oder wir nehmen Holzlatten. Holzlatten haben wir jetzt oben drin. Ja, nehmen wir die... Ich glaube, die Stahltreppe, die ist ganz cool. Holztreppe sieht so ein bisschen rustikaler aus. Nehmen wir mal das raus und ein bisschen Holzlatten brauchen wir.
Und natürlich unsere Lackierpistole, die ist natürlich auch ganz wichtig für den Basisbau. Gut, der Energiekondensator, der ist noch nicht an, weil bei dem Regen, glaube ich, lohnt sich das gar nicht, Solarpaneele zu stellen. So, und wir brauchen Frachtboxen. Nochmal zwei. Eins, zwei. Gut, und währenddessen bauen wir erstmal weiter, dann können wir da erstmal... Oh, hier habe ich ein wenig zu viel gebaut. Da stimmt das jetzt. Und bauen erstmal jetzt hier die Wand hoch. Ah, da müssen wir noch... Ah, jetzt geht das voran. Jetzt nimmt das so ein bisschen seine Formen an. Wie gesagt, es soll ja erstmal nur eine Base sein, die so ein bisschen schützt halt, ne? Mehr soll das ja nicht sein. So. Ah, hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ah, da brauchen wir die Drohne jetzt. So, damit wir da unten was stellen können. Das ist nämlich ganz cool immer mit der Drohne. Da kann man nämlich immer Blöcke hier so reinstellen, wenn es denn geht. So, wie ihr seht, da funktioniert das auch immer ganz gut. Und dann bauen wir den Kern da jetzt ein. So, und den Kern werden wir auch gleich nochmal versetzen. Wo bauen wir denn den hin? Wo ist natürlich alles aus? Ich glaube, wir machen den Kern hier hin. Gucken, ob es reicht. Also ich bin mit diesem Bohrer absolut zufrieden. Der Standardbohrer. So, das haben wir jetzt ein bisschen unterhöhlt hier, aber wir brauchen ja nur für den Kern einen Dreierkasten. Dass der Kern reinpasst. Ach, da geht's nicht. Dann müssen wir hier nochmal wegnehmen. Aber jetzt. Können wir alles später noch aufwerten. Ist nur der Vollständigkeit halber. Ich sollte doch großzügiger, glaube ich, ein bisschen hier wegnehmen. Und jetzt machen wir hier noch dicht. Wirkt dann auch so noch so wie eine Stütze, wenn man es dann mal richtig hier richtig baut. So, hier könnte man noch reinsetzen. Genau, jetzt haben wir es. So, das stützt dann ein bisschen. Und jetzt können wir den Kern noch reinsetzen. Deswegen haben wir noch den zweiten Kern gebaut gehabt. Setzen den da unten rein. Und einmal noch die Holzlatten drauf. Fällt einem keinem mehr auf, dass da ein Kern ist. Jetzt ist er wenigstens ein bisschen geschützt. Und jetzt können wir hier weiter alles zumachen. Erstmal kann man später alles noch erweitern. Wenn man dann will. Ist halt eben eine Standard-Viereck-Base oder viereckige Standard-Base. So.
Jetzt herrscht Ruhe. So, jetzt haben wir eine Treppe. Da müssen wir alles noch ein bisschen beiseite räumen. Ist ein bisschen knapp, das ganze Dingens hier, ne? Aber für den Anfang reicht es ja. So, wo sind denn jetzt hier die Lootboxen? Ja, die Boxen. Da müssen wir einmal die Frachtboxen hinstellen. Da nehmen wir jetzt mal andere. Wir nehmen diese... Sind das die neuen? Ne, das sind nicht die neuen. Ich nehme diese hier wieder als Standard hier. So, zwei übereinander. Sieht ja auch hübsch aus hier erstmal. Obwohl wir eigentlich den Energiekondensator könnten wir auch hier hinten reinstellen. Aber egal. Ist ja erstmal nur für den Anfang. So, jetzt müssen wir hier das ganze Zeug mal ein bisschen beiseite räumen. Also, in dem Konstruktor stellen wir ein. Wo ist denn Large 5? Das ist MS5 Large. Okay, also hier MS5 Large. Und MS5 Large 1. Jetzt weiß ich gar nicht, könnte man das eigentlich umräumen? Könnte man sagen, jetzt zum Beispiel Palette 2. Ah. Doch, das geht. Wenn man sagt, hier 2.1 kann nicht auf identischen Container zugreifen, Large. Genau, dann kann man das doch hier jetzt rüberziehen. Das funktioniert doch. Perfekt. Schön alles geordnet rüberziehen. Haben wir noch irgendwas drin hier? 1 und 2. Ah, da seht ihr schon hier. Da müssen wir dann auf Large 1. Und hier das ganze Dingens. Und jetzt können wir das hier wegnehmen. So. Jo, das haben wir auch erledigt. Jetzt fehlt uns immer noch die Treppe. So, Treppe. Gucken wir mal nach. Stahltreppe bauen wir. Eine Stahltreppe. Jetzt brauchen wir... Ah, warte mal. Doch, das können wir später noch gebrauchen. Wenn ich das jetzt rausnehme, kann das durchaus passieren, dass ich sie vergesse. So. Dass wir erstmal hier eine Stahltreppe einbauen. Damit wir nicht immer hochspringen müssen. So. Ah, schon hübscher jetzt. Jetzt wird schon ein bisschen wohnlicher. Jetzt müssen wir ein bisschen die Generatoren umstellen. Wir haben zwei Generatoren, obwohl den können wir eigentlich da lassen. Stellen wir die darüber. Oder nebeneinander. Ne, ich glaube darüber ist besser. So. Und, aber wartet mal, das ist glaube ich... So, jetzt muss ich mal kurz hier den ganzen Kram rausnehmen. 330. Und jetzt stellen wir da ein paar Tanks hin. Ein bisschen umräumen das Ganze hier. So. Verkehrt rumgestellt. Ja. Einmal so. Und jetzt kommen noch die beiden Generatoren dazu. Können wir sie so übereinander stellen. So. Und dann bauen wir noch einen Tank. Dann haben wir zwei Tanks hier drinne. Tank. Hier. O2 Tank klein. Brauchen wir jetzt nicht. Treibstofftank klein. Ja, T1. Bauen wir gleich einen T1. Das ist doch gut. Ah, ja. Dazu müsste man erstmal Sprit in der Basis haben. Das wäre mal ganz gut. So, ein bisschen haben wir. Einfüllen. So, jetzt kann er auch produzieren. Und Türen brauchen wir auch. Tür, Automatiktür. So, Automatiktür gepanzert. Ja, dann nehmen wir mal hier auch eine. Eine zweite und eine dritte nehmen wir auch noch. Ja, ich fühle mich sehr hungrig. Da müssen wir auch mal gleich gucken. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwie noch... Ach, sieh da, ganz vergessen. Waffen. Jetzt können wir doch neue Waffen produzieren. Und zwar Sturmgewehr.
Scharfschützengewehr, Sturmgewehr, glaube ich, ist mal besser. Was fehlt uns hierfür? Sturmgewehr T2. Da brauchen wir einen Upgrade-Bausatz. Gut, dann nehmen wir erstmal ein Sturmgewehr. Und dazu brauchen wir natürlich... Was nutzen das eigentlich? Gewehrpatronen? Ich glaube, 10 Schuss dann dazu. Und natürlich Geschütztürme müssen wir dann auch aufstellen. Munitionskisten müssen wir bauen. Jetzt geht das aber langsam los hier. Und währenddessen können wir jetzt mal ein bisschen hier uns um den Boden kümmern. So, Holzboden. Was hat er denn hier für einen Boden? Ah, schönes Laminat nehmen wir. Glaub, das ist ganz cool. Ja, das habe ich glaube ich immer. Oder nehmen wir das Stein, so einen Steinboden. Nee. Wir können scheinbar nur Holzboden nehmen. Na, wir nehmen mal farblos. Laminatboden, so ist auch ganz gut, glaube ich. Wieso habe ich eigentlich noch den Helm auf? Wie sieht denn das aus? Lattenboden, nee, das sieht auch nicht gut aus. Oh, sieht rustikal aus, ne? Mal gucken, was wir noch haben. Was ist denn das für ein Boden? Nee, das sieht, das ist nicht so gut. Das ist Tarnung, das wollen wir auch nicht. Ja, dann nehmen wir halt eben diesen hier. Das sieht auch okay aus, glaube ich. So dunkler. Sieht schön gemütlich aus. Kommt man da hin mit der, kommt man da hin mit der Drohne? Oder müssen wir das jetzt wieder wegnehmen? Nee, das geht natürlich, aber... Ah, jetzt geht das. Wieso hat er das jetzt nicht gemacht? Egal, fällt eh keinem auf, da hinten die Ecke. So, das fällt auf, aber geht. Seht ihr, mit der Drohne geht alles. Hier müssen wir auch nochmal den wegnehmen. Holzboden rein. Und hier einen schönen Holzboden reinmachen. Seht ihr das? Sieht doch schon ganz gemütlich das Ganze aus hier. Was so ein Boden eigentlich ausmacht, ne? Unglaublich. So. Ah, ein bisschen Luxus muss sein. So, wenn wir denn hier rankommen. Ja, wie ihr seht, das geht alles. Mit der Drohne kann man echt gut arbeiten dann für solche Sachen. Und jetzt machen wir die Decke. Ich weiß nicht, was wir mit der Decke machen. Dann nehmen wir, glaube ich, oben eine schöne schwarze Decke hier. So. Ja, könnte man hier auch so nehmen. Erstmal hier so ein bisschen. Boah, Decke, ich glaube, das ist ganz gut. Aber für die Wände wäre es, glaube ich, ein bisschen zu... Too much, zu schwarz. Wieso kann ich es nicht? Jetzt geht das. Hier muss man das auch machen. Ah, ich hätte vielleicht vorher dekorieren sollen. Und nicht erst im Nachhinein. Ah, dass das doch ein bisschen schwieriger ist. Aber es geht. Man muss halt nur von der Seite so ein bisschen ran. Ah, seht ihr, da geht das. Wie sieht das aus? Nee, dunkel sieht doof aus. Das ist nicht gut. Was nimmt man denn sonst für eine Farbe? Nee. Nehmen wir auch nicht. Nee, grau wirkt auch nicht so. Hm, gut, dann gucken wir mal gleich erstmal. Wir machen erstmal hier weiter. Der Tank, genau, der Tank ist erstmal wichtig.
Tank und Türen haben wir. Tank, Türen und 500 Schuss für die Knifte. Seht ihr, dann haben wir jetzt hier ein bisschen noch Vorhalte. Das heißt, hier noch ein bisschen Munition. Jetzt sind wir im Spiel, jetzt können sie kommen. J. Ah, es wirkt noch ein bisschen. Aber egal. Jetzt müssen wir erstmal nach unten den Tank nehmen. Den müssen wir einbauen. Ist aber ein bisschen hoch geworden, das Ganze. Ach, deswegen, weil ich ja eine Stufe tiefer gegangen bin. Deswegen, genau. Ja gut, dann machen wir das anders. Dann ziehen wir jetzt hier noch eine Doppeldecke. Dann ist das Ding hier ein bisschen besser geschützt, so. Und dann ist alles gut. Dann passt das hier auch so. Hier machen wir noch, seht ihr, Geländer. Ein Geländer ist immer wichtig. Müssten wir eigentlich auch noch haben. Da ist für KRBG hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, so, gut. Lass uns mal produzieren. Währenddessen können wir ja hier... Ach nee, Moment, wir haben ja hier noch ein paar Sachen, die wir aufstellen müssen. Und Türen haben wir auch noch. Das müssen wir ja auch noch machen. Erstmal. Damit hier nicht jeder reinschneit, wie er so will, bauen wir hier noch eine zweite Tür ein. Haben wir eine Doppeltür. So. Hier bauen wir auch noch eine Tür ein. So. Ja, ich glaube, das ist okay. Ja, da will man doch gar nicht mehr raus dann. So. Wie sieht's aus? 10 Geländer haben wir auch. Gut, und jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall erstmal eine Schutzzone, dass man da nicht reingeht. Dafür gab es, glaube ich, so ein rundes Geländer. Ja, genau, das Ding war es. So. Und so war das, glaube ich. So. Ah, dann darf man nicht ran, weil wenn man hier rangeht, wie man sieht, geht das hoch. Heißt also, wir müssen jetzt hier Texturen, Symbole. Ah, nicht gut. So. Da wissen wir, okay, da dürfen wir nicht rein weiter. J, hier bauen wir auf jeden Fall dann unsere Station. Moment, wartet mal. Dann können wir doch eigentlich unten die Anzugstation reinstellen. Und hier sozusagen den Spawnpunkt. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Und die Anzugstation nehmen wir mal auch hier raus. Oh, guckt euch das an. Und die setzen wir hier rein. Also wenn jetzt jemand sagt, das ist nicht heimelig, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So. Fehlt noch ein schönes Bett hier. Seht ihr? Ein Bett. Hier könnte auch das Bett stehen. So, Moment mal. Falsch. Texturen und so. An der Wand. Ja, da haben wir erstmal das Wichtigste, ne? Ach so, ja, wir müssen ja noch Solarzellen aufstellen. Und wir können ja Solarzellen skillen, glaube ich, ne? Muss ich mal gucken. Dann kann ich nämlich die großen bauen. Für die Basis. Hangartüren sind wichtig, Automatiktüren. Dann brauchen wir Dekonstruktor, das können wir später noch bauen. Munitionskiste. Kommt auch noch. Erstmal nur das Wichtigste bauen. Ne, Solarzellen habe ich schon geskillt. Sehr gut. Dann kann ich ja jetzt Solarzellen
Die großen, die habe ich gebaut. Kleine, nee, das sind die. Habe ich die jetzt schon gebaut? Zwei Stück? Kleine, nee, ich habe kleine gebaut. Solarpaneele. Gut, dann nehmen wir Solarzellen. Hier fünf. Ich baue mal fünf, mal sechs, immer gerade Zahl. Und die stellen wir dann hin wie so eine Art Lichtpark. Müssen wir mal gucken, dass wir die irgendwo hingestellt bekommen. Ja, was fehlt noch? Klonkammer. Nee, Klonkammer fehlt nicht. Und zwar eine Medizinstation fehlt noch. Fällt mir gerade ein. Eine Medizinstation. Kann ich die schon eigentlich oder habe ich die schon geskillt? Aha, wie ihr seht, die habe ich noch nicht freigeschalten. Medizinstation. Da, 12 Punkte. Jetzt habe ich sie freigeschalten. Man weiß ja nicht, wozu. Und einen Kühlschrank brauchen wir auch noch, fällt mir ein. So. Und ein paar Pflanzen. Deko vielleicht. Können wir die schon bauen? Nee, die können wir nicht bauen, weil uns fehlen Holzlatten. Gut, das sollte jetzt nicht das Thema sehen. Aber wir sollten erstmal gucken, dass wir jetzt Geschütze auch noch bauen. Munitionskiste. Die bauen wir auch gleich. Und Geschütze. Erstmal, dass wir eine Verteidigung haben. Moment, das muss unter Waffen sein. Genau, hier. Eins, zwei, drei, vier. Erstmal vier Geschütze, die müssen reichen. Ja, das heißt dann wahrscheinlich erstmal nächste Folge wieder ein bisschen sammeln gehen, weil uns fehlt einiges hier. Da kommen erstmal die Computer rein. Dann haben wir Stahlplatten. Wir müssen mal gucken. Den Konstruktor, den können wir jetzt erstmal, den lassen wir erstmal da. Und den lassen wir auch. Energiezellen. Holzlatten haben wir hier drin. Dann haben wir... So. Den müssen wir noch rausnehmen. Und hier oben haben wir die Paneele. Die können wir reinpacken. Die Waffen hier auch. Das heißt, die brauchen wir gleich. Die können wir erstmal reinsetzen. Und die Frachtboxen auch. Den Konstruktor, das sind ja alles fertige Teile. Arbeitslicht, seht ihr? Hier hätte ich noch ein Arbeitslicht gehabt. Das hätte ich auch noch reinstellen können. Kühlschrank. Genau. Kühlschrank ganz vergessen. Ich hoffe mal, das reicht alles noch. Das Wichtigste überhaupt. Ein Kühlschrank. So, jetzt müsste es aber passen. Ich glaube, das wird aber nicht reichen, weil ihr seht, es wird langsam ein bisschen knapp hier. So, dann können wir nämlich hier die ganzen Sachen reinhauen. Müssen wir mal gucken. Erstmal so ist es, denke ich, aber trotzdem erstmal in Ordnung. Wir sind erstmal versorgt. So. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier hinstellen. Ich werde, denke ich mal, jetzt hier noch die Basis hier kurz noch ein bisschen schön machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So, viel Spaß, macht's gut.